Der Samstag fing wenig einladend auf der neuen Rallycross-Strecke auf dem Lausitzring an. Zum zweiten Lauf der deutschen Rallycross-Meisterschaft haben insgesamt 63 Starter genannt, um der neuen 1108 Meter langen Asphalt- und Schotterstrecke auf den Zahn zu fühlen. Wie bereits 2013 zur MX-WM haben die Macher des Lausitzring eine neue Strecke auf dem Areal entworfen. Teile der diversen Asphaltpisten wurden mit zwei extra aufgeschütteten Schotterpassagen ergänzt und so ein abwechslungsreicher Kurs geschaffen. Der Sonntag zeigte sich dann von seiner schönen und unterhaltsamen Seite. Jetzt ging es im wahrsten Sinne des Wortes rund. Matthäus Ruck kugelte seinen Peugeot 206 fast aus dem Stand, aber außer Blech und Glas kein Schaden. Die Meisterin 2013 der Super Nationals, Sylva Winterhoff, startete mit dem spektakulären Mazda RX-7 und Co-Pilot zusätzlich in der Trophy-Klasse. Andreas Huhn zeigte, wie man elegant Kreise um einen anderen fahren kann, ganz ohne Berührung, versteht sich. Bei den Supercars fuhren auch polnische Fahrer mit um ihre Meisterschaft. Diese Kooperation begann bereits 2014 und bringt viel Spaß. Der Sprunghügel sorgte für spektakuläre Szenen und musste im Laufe der Veranstaltung entschärft werden. Auch bei den Super Nationals balancierten und sprangen polnische Piloten mit. Die Joker Lab sorgt beim Rallycross für zusätzliche Spannung. Hier muss eine Extrastrecke von ca. 150 Metern einmal im Lauf befahren werden. Wann, kann der Fahrer selbst entscheiden. Hier sind eine Vielzahl von taktischen Varianten möglich. Philipp Leipold verliert Teile seines Hecks, es sollte nicht dabei bleiben. Romane Schulz im Clinch mit dem Reifenstapel, aber sowas sind Peanuts, weiter geht's. Schwieriger wird es, wenn man keinen Durchblick mehr hat. Cupsieger 2014 Jannik Riese, trotzdem noch Trost für Sylva Winterhoff. Marco Witkowski kurz auf Abwägen. Es geht doch nichts über richtig Power, oder? Der Manta von Dustin Foelster beim Kreiseln. Auf zu den A-Finalläufen, wir fangen mit der Trophy an. Der schnellste Startplatz bleibt frei, Sylva Winterhoff, Jan Eriksen mit Getriebeschaden raus. Das ist die Chance für Bastian Sichelschmidt im BMW, die er auch gleich nutzt. Guter Start und weg. Zweite Wolfgang Kilb und Saskia Carstens. Dann kommt aber schon Dietmar Brandt im Audi A4, der über den Sieg im B-Finale in diesen Lauf kam und hier beim Start gleich bis auf den dritten Platz vorschoss. Ob Anschieben hilft? Vorne weiterhin Bastian Sichelschmidt, der in Gründau Zweiter war, dann Kilb. Brandt, Riese und Huhn jokern erstmal, um danach freie Bahn zu haben. Munteres Hüpfen, Brandt schon wieder an Kilb dran. Die Rieses, Jannik fährt mit seiner Schwester Nina, werden von Andreas Huhn bedrängt. Und jetzt ist es passiert, Brandt an Kilb vorbei. Brandt gibt gleich mächtig Gas, um eventuell Sichelschmidt auf dessen Joker-Lap zu überholen. Und das klappt. Brandt jetzt auf Platz 1. Auch hinten springen Hähnes und Brenkling munter rum. Weiterhin das Duell Jannik Riese gegen Andreas Huhn in der Formel 1, während die Motoren schon überhitzt. Brandt jetzt sicher vorne, Balsam nach dem mäßigen Wochenende beim ersten Lauf in Gründau. So geht es auch ins Ziel, Brandt vor Sichelschmidt und Riese gegen Huhn heißt es im Kampf um Platz 3, bis Andreas Huhn clever innen an Riese vorbeibremst und beide Wolfgang Kilb hinter sich lassen. Finale Rallycross Cup. Wir bleiben bei einem Fahrer, weil der es mit allen zu tun haben wird. Philipp Weidinger wirkt den Motor ab. Kein Wunder, wenn man nur Gang 3 und 4 zur Verfügung hat. Den anderen ist das völlig Schnuppe, bloß weg. Wer denkt, Philipp fährt jetzt gemütlich hinterher, hat falsch gedacht. Jetzt beginnt das muntere Reifenstapelspiel, damit Philipp wieder nach vorne kommt. Anfangen tut Daniel Gens im Peugeot, vor dem sich plötzlich riesige Reifenstapel auftun. So sieht das im Rückspiegel aus. Platz 5 und ein paar Freudensprünge dafür. Einer wird ausnahmsweise selbst überholt, Bernd Gens schnell erledigt, Platz 4. Andreas Blume spürt den heißen Atem des Verfolgers und schwupps wächst ein Reifenstapel aus dem Boden. Philipp Weidinger jetzt auf Platz 3, wohlgemerkt nur mit Gang 3 und 4. Florian Fiehmann wird beim Jokern kassiert.
jetzt Platz 2. Nur einer stört noch, Florian Umland auf der 1. Philipp schon fast daneben, was kommt? Richtig, Reifenstapel. Aber Fiehmann hat ihn übersehen, Weidinger nicht. Wenn zwei sich streiten, kennt man ja. Florian Fiehmann kommt mit mehr Schwung aus der Kurve und schiebt sich vorbei. Da fehlen halt die unteren Gänge beim Beschleunigen. Was soll's, rein in die Joker-Lap. Da keiner vor ihm stört, ist Weidinger in der letzten Runde schon wieder vorne dran. Florian Umland vorne. Florian Fiehmann drückt zwar, aber jetzt kommt eigentlich nur noch Asphalt. Eigentlich. Florian 1 bekommt Angst vor dem Reifenstapel, Florian 2 bedankt sich, Philipp 1 auch, guckt sich den ehemaligen Ersten aus dem Rückfenster an. Der muss sogar noch in die Joker-Runde und hätte sich das sparen können. Leider macht Florian Fiehmann keinen Fehler mehr, was auch nun zu viel des Guten gewesen wäre. Philipp Weidinger bleibt damit im Cup auf Platz 1 vor Florian Fiehmann und Florian Umland. Reifenstapel sei Dank. Philipp, am Ende des Tages auf dem Lausitzring, die Premiere der DRX, wie ist dein Eindruck? Die Strecke ist sehr geil, wir hatten viele haklige Ecken, wir haben viele schnelle Stellen und wir hatten leider wieder dieselben Kinderkrankheiten, dass der Schotter zu weich wurde, konnten es in den Finalläufen dann doch gut mit dem Bahndienst wieder ausbügeln. Das sah ja relativ spektakulär aus, als letzter losgefahren, am Ende doch Zweiter, zufrieden, weniger zufrieden? Ja, wir hatten gestern leider ein kleines Problem. Im freien Training ist uns das Getriebe kaputt gegangen. Wir mussten das Getriebe tauschen und hatten dann heute nur noch den dritten und den vierten Gang. Ich habe es nicht hingeschafft, den Start ordentlich hinzukriegen. Habe jedes Mal den Motor abgewürgt und durfte dann von hinten das Feld wieder aufräumen. Und bin dann doch sehr, sehr zufrieden mit meinem zweiten Platz am Ende. Vor allen Dingen hast du für den zweiten Platz natürlich gute Punkte geholt. Auf jeden Fall. In der Meisterschaft bin ich immer noch führender mit 2 Punkten Vorsprung. Und ja, ist spannend bei uns. Deine Hoffnung fürs nächste Rennen? Sieg. Und Auto wird klar sein bis dahin? Ich denke schon. Gerd, wie hast du denn heute die Doppelfunktion als Vater und Rennleiter unter einen Hut gebracht? Das ist ja schon das zweite Mal mein Problem, dass halt Teamchef und Rennleiter hier immer unser Problem ist. Und nicht nur, dass ich der Rennleiter bin, sondern auch meine Mechaniker alle hier tätig sind als in der Organisation. Dass wir halt Reservemechaniker besorgen mussten oder holen mussten und die sich ja retten tun. Aber das ist schon eine starke Belastung. Wir haben heute Nacht bis um 1:45 geschraubt am Auto, dass wir überhaupt fahren konnten heute, weil er mit Trio-Problem hatte. Und er hat auch nur heute den dritten und vierten Gang gehabt. Das war schon sehr aufregend. Als Rennleiter, tolles Event, tolle Location, Lausitzring, gar keine Frage. Hat uns hier sehr viel Spaß gemacht. Die Super Nationals am Lausitzring, ein Desaster. Die Autos fielen aus wie die Fliegen. Philipp Leipold zermerkte gerade sein Differential. Jannik Riese testet seine Wagenfront. Meister Bartek Ruszczynski verbrauchte in den Heats 2 Achswellen zu viel. Silver Winterhoff das Getriebe. Ulf Arvidsson auch Probleme. Die Unterschiede zwischen Witkowski und Jockel waren gering. Einer musste schon einen Fehler machen, damit der andere vorbeikommen konnte. Das passierte erstmal nicht. Die neue Strecke auf dem Lausitzring forderte am Wochenende zahlreiche Opfer. Der Asphalt scheint hier gerade am Start einen besonders starken Grip zu haben. Dass dem amtierenden Meister Bartek Ruszczynski dabei gleich zweimal die Achswellen abscheren, ist schon hart. Aus den Mengen der abgefallenen Teile während der Heats könnte man ein Auto zusammenbauen. Ein großer Vorteil des Lausitzrings sind die weiten Auslaufzonen einer Rundstrecke im Gegensatz zu anderen Crossstrecken. Das Auto kann gefühlt leichter am Limit gefahren werden. Andererseits fuhren sich schnell tiefe Rinnen in den Schotterpassagen raus und der Sprunghügel war mit den geplanten Profilen nicht geeignet. Die Entscheidung bei den Super Nationals fiel kurz vor Schluss. Erik Jockel küsste einen Reifenstapel und verlor wertvolle Sekunden. Marco Witkowski konnte sich somit locker zum Sieg fahren, Erik Jockel 2. und Andreas Huschenbeck 3. Einen extra Beifall bekam Jannik Riese, der mit seinem zusammengeklebten Auto tatsächlich noch das Ziel erreichte. Reinhard, Leiter Streckensicherung heute ein einfacher oder ein doch etwas schwierigerer Job? Ach, heute ging es, sage ich einfach mal. Bis auf wenige Stellen haben sich die Fahrer anständig benommen. Die Strecke ist abgenommen, lizenziert. Es ist räumlich alles da. Sicherheit ist da, Medical Center ist da. Die ganzen technischen Möglichkeiten sind da, die man braucht. Von daher kein so schwieriger Job. Aber es kann natürlich, wenn Witterungsunbillen kommen oder so, schwierig werden.
Die neue Strecke, wie gut hat sie gehalten? Was könnte man besser machen, wenn es im nächsten Jahr dann nochmal eine geben soll? Ja, wie gut hat sie gehalten? Im ersten Jahr ist immer schwierig. Der Schotter ist vor 3 Wochen dahin gekippt worden, sicherlich anständig verdichtet worden, sicherlich mit Zement verfestigt. Aber dass das richtig fest wird, das dauert. Da dauert das 2-3 Jahre. Das haben wir in Großdölln auch erlebt. Und das wird hier genauso sein. Und der Estring läuft seit 30 Jahren. Da kein Wunder, dass der fest ist. Also du bist prinzipiell mit dem Aufbau der Strecke zufrieden, Streckenführung und so weiter auch gut gewesen für die Fahrer? Ja, wir werden die Kuppe ein bisschen ändern, wir werden die verlängern, damit sie, wenn sie praktisch rauffahren auf die Kuppe, dann auf der Kuppe landen und nicht dahinter, weil das hat eben zu diesen riesigen Sprüngen geführt und das ist für die Autos nicht gut, das mögen die Fahrer auch nicht. Es geht darum, dass es für die Zuschauer ein bisschen spektakulär ist und das kriegen wir auch mit der kleinen Änderung hin. Abschließend das Finale der Königsklasse mit den Supercars, Autos mit Allradantrieb und teilweise 600 PS und mehr. Da auch hier der Zahn des Ausfalles am Teilnehmerfeld genagt hatte, starteten die deutschen und polnischen Fahrer zusammen. Und die polnischen Kollegen hatten heiße Autos dabei. Allen voran Lukasz Zoll auf Skoda Fabia, der polnische Meister dieser Klasse, und Robert Czarnecki mit der Startnummer 75 auf einem Lancer Evo. Zoll holt sich hier nach dem schlechten Start den 2. Platz von Czarnecki zurück. Auch der schloss Bekanntschaft mit den Lausitzer Reifenstapeln. Ganz vorne Bernd Schumacher mit seinem Skoda Fabia, der in Gründau wenige Meter vor dem Ziel wegen Laderschaden eingeholt wurde. Dieses Wochenende zeigten sich er und sein Auto in absoluter Topform. Schon während der Heats fuhr er die besten Rundenzeiten und im Finale war er der Einzige, der Zeiten unter 51 Sekunden fuhr. So konnte er sich dann auch absetzen und hatte im Ziel über 15 Sekunden Vorsprung. Er profitierte auch von dem Zweikampf Zoll-Czarnecki, die sich bis ins Ziel keinen Zentimeter schenken, eher weniger. Zweiter Deutscher mit Platz 7 war der Vielfahrer des Wochenendes Dietmar Brandt, der aber PS-mäßig bei den richtigen Supercars weit unterlegen war. Ein verdienter Sieg für Bernd Schumacher, zweiter Lukasz Zoll, jetzt mit dem markanten Heck, dritter Robert Czarnecki. Während Bernd Schumacher hier seinen Erfolg genießt, hatten wir noch Gelegenheit mit Martin Kummerow und Gerd Weidinger ein bisschen über Rallycross in Deutschland zu sprechen. Martin, als Streckensprecher der DRX kennst du ja alle Strecken. Du warst damals auch bei der Eröffnung in Großdölln mit dabei gewesen. Jetzt Premiere Lausitzring. Kann man die vergleichen? Ist das was ganz anderes? Ist das die Zukunft? Was meinst du dazu? Also vergleichen kann man sie nur bis zu einem bestimmten Maße, weil man letzten Endes sind wir auf einer schon vorhandenen Rundstrecke eine Rallycross-Strecke angelegt hat. Von daher ist es ein Vergleich. Aber so richtig vergleichen kann man es wiederum auch nicht, weil Großdölln war vordergründig eine Teststrecke, mehr eine Teststrecke als wirklich eine Rennstrecke. Und hier der Lausitzring ist schon eine richtig klassische, große Rennstrecke. Ob es die Zukunft ist, wenn das Herz des Rallycross-Fans spricht, würde ich eher sagen, es wäre gut, wenn es nicht die Zukunft ist. Weil man hat sich sehr viel Mühe gegeben, man hat eine tolle Strecke hingelegt, definitiv. Es war eine Premiere hier auf dem Lausitzring, aber am Ende des Tages ist Rallycross schon noch ein bisschen was anderes. Das ist schon eher so eine gewachsene Strecke, ist eigentlich eine wirkliche Rallycross-Strecke. Und hier ist es angelegt worden. Hätten wir denn überhaupt genügend Strecken in Deutschland, wo man fahren könnte? Wir haben am Ende des Tages natürlich nicht wirklich genügend Rallycross-Strecken, das ist schon richtig. Wir haben Schlüchtern, wir haben Gründau, was aber eine komplette Asphaltstrecke ist, was auch keine wirkliche Rallycross-Strecke ist. Und wir haben den Estring in Buxtehude. Und wenn ich mal auch als Pressesprecher des ACN, also des Esterings, irgendwie so mal so argumentieren würde, würde ich sagen, der Estering ist die einzige wirkliche ernsthafte Rallycross-Strecke. Aber wenn wir den Rallycross-Sport in Deutschland weiterbringen brauchen, bräuchten wir einfach irgendwo noch ein, zwei Strecken und ein, zwei Fahrer. Definitiv, wir bräuchten auf jeden Fall eine Verstärkung auf beiden Seiten, wie du schon ganz richtig gesagt hast. Wir bräuchten auf jeden Fall klassische, richtige, nur Rallycross-Strecken auf jeden Fall. Und wir bräuchten definitiv auch mehr Fahrer. Es ist wirklich schade, dass der Rallycross-Boom, der letzten Endes durch die Europameisterschaft, nachdem die IMG ihn übernommen hat, die Europameisterschaft und auch durch die Weltmeisterschaft, dass der Boom sich noch nicht reingetragen hat in die deutsche Meisterschaft. Das ist wirklich sehr schade, weil die Begeisterung für den Rallycross-Sport ist bei den Zuschauern, auch hier auf dem Lausitzring auf der einen Seite und auch bei den Fahrern definitiv vorhanden.
Du hast irgendwas gesagt von international und geöffnet. Spricht man jetzt schon drüber, dass die ausländischen Fahrer dann vielleicht doch starten können und wir dann größere, attraktive Starterfelder bekommen könnten? Ja, die Idee ist ja nicht ganz so neu. Wir reden ja schon seit knapp zwei Jahren davon, um einen Weg zu finden, halt die deutsche Meisterschaft wieder international zu öffnen. Und jetzt scheint sich wohl ein Weg geöffnet zu haben mit der FIA zusammen, um wirklich im nächsten Jahr international veranstalten zu können, sodass auch die ausländischen Fahrer bei uns punktberechtigt sind und wir vielleicht noch einen zweiten Auslandslauf einschieben könnten, dass wir mehr Läufer für die deutsche Meisterschaft haben. Also wir arbeiten da intensiv dran, auch die Veranstalter mit, und hoffen im nächsten Jahr wirklich da was machen zu können. Abschließend bleibt zu sagen, dass die Premiere der deutschen Rallycross-Meisterschaft auf dem Lausitzring eine gelungene war. Es gibt eine Menge Gründe, sie auch im nächsten Jahr hier zu veranstalten.